Komm mit, Lobpreiszeit, da geht's um die Nachfolge Jesu. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, komm mit. Ma! Was bedeutet Nachfolge eigentlich für dich? Es bedeutet für mich, auf Gottes Stimme zu hören und den Plan Gottes zu erkennen für mein Leben und diese frohe Botschaft mit Freude hinauszutragen in die große Welt. Christus nachfolgen heißt für uns, Zeugen seiner Liebe zu sein. Jesus nachzufolgen bedeutet für mich, dass ich der Gottesmutter immer ähnlicher wäre, weil sie ganz bereit war, das anzunehmen und das zu tun, was Gott von ihr wollte. Also Jesus nachzufolgen heißt für mich, den ganzen Alltag und das ganze Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Jesus nachfolgen bedeutet für mich, immer auf ihn zu vertrauen. Nachfolge Jesu bedeutet für mich, die Welt und alles, was in ihr drinnen ist, aus seiner Perspektive wahrnehmen zu versuchen. Also Jesus nachfolgen, das heißt für mich, Ja zu sagen zu einem Leben voller Liebe und Hoffnung. Jesus nachfolgen heißt für mich, im Alltag glaubhafte Zeugin Gottes großer Liebe zu sein. Jesus nachzufolgen heißt für mich, einfach meiner menschlichen Berufung nachzukommen, Gott zu erkennen und ihn zu lieben, ihm zu dienen und in den Himmel zu kommen. Jesus nachzufolgen heißt für mich, dass ich mir immer denke, was Jesus an meiner Stelle tun wird und dass ich so lebe, wie er es uns vorgelebt hat. Jesus nachzufolgen bedeutet für mich, zu beten und in der Stille einfach auf eine Antwort und auf ihn zu hören. Hey David, es war einfach nur genial. Oh, der Kopf, Martin, glaubst du nicht?